Herzlich willkommen bei der Produktvorstellung des Decoderwerk 70901 Lok Commander. Hierbei handelt es sich um einen 2 Ampere Lok Decoder mit sagenhaften 8 Funktionsausgängen. Der Lok Decoder ist ideal geeignet für alle Spurweiten ab H0. Er funktioniert auch für kleine Großbahnfahrzeuge. Durch die hohe Leistungsverfügbarkeit. Er ist temperatur- und überschutzgeregelt und besitzt eine feine Motorregelung. Ebenso hat er einen kleinen Puffer integriert. Zusätzliche Puffer kann man problemlos anschließen an die Schnittstelle hier. Es ist möglich, ein SUSI-Soundmodul anzuschließen, wie unser SUSI-Soundmodul Sound Commander. Das kann hier über die Schnittstelle angelötet werden. Die Funktionsausgänge, Motorausgänge, Lichtausgänge befinden sich hier vorne und auf der Rückseite befinden sich weitere Funktionsausgänge, sodass man auch ein Modell mit vielen Funktionen spicken kann. Er kann sogar Servofunktionen ebenso wie über 20 Effekte pro Funktionsausgang blinken, Neon-Simulation und vieles mehr. Heute zur Demonstration bauen wir das in eine Pico-Baureihe 119 ein. Wir lösen die beiden Löcher, die beiden Schrauben hier in den großen Löchern und können dann das Gehäuse einfach abnehmen. Der Einbau ist sehr einfach. In dem Modell befindet sich eine NEM 652 Schnittstelle. Die ziehen wir ab und stecken den Decoder hier drauf. Orange ist dabei die 1. Entsprechend muss er so rum drauf gesteckt werden. Der Decoder kann dann einfach hier irgendwo hingelegt werden. Der Decoder ist sehr dünn und sehr flach. Da ist überall Platz genug, ohne dass da was passiert. Wie gesagt, wir können das Soundmodul noch problemlos anschließen und dann den Lautsprecher unten rein. Das machen wir dann im zweiten Teil des Videos mit unserem Soundmodul. Mehr ist das tatsächlich nicht. Dann können wir das Kunststoffteil wieder aufsetzen, festschrauben. Und kommen gleich einmal zum Fahr- und Präsentationsvideo. Vorweg möchte ich noch zeigen oder noch sagen, der Decoder wird geliefert ohne Schnittstelle. Das heißt, es ist zum Selberlöten zum aktuellen Zeitpunkt, wo das Video erstellt worden ist. Es kann sein, dass in Zukunft dieser Decoder auch mit diversen Schnittstellen, Kabeln direkt angelötet, angeboten wird, aber vorerst erstmal ohne. Dass man sich das für die jeweils benötigte Schnittstelle einfach anlöten kann und dann verwenden kann. Das funktioniert auch für die Plugs-Schnittstellen und vieles andere. Da gibt es Adapter, dass man das NEM in Plugs ändern kann und dann aufstecken kann. Wenn wir hier auf Produktdatenblatt gehen, kommen wir einmal zu dem Produktdatenblatt des Decoders selber. Das ist ein reiner DCC-Decoder. Er ist Railcom-fähig. Er besitzt eine SUSI-Funktion und er hat verschiedenste Funktionen integriert. Darunter zählen Lichtfunktionen wie die einseitige Lichtunterdrückung. Er besitzt 68 Funktionstasten, die man frei auswählen kann und auch eine integrierte Pendelsteuerung. Hier haben wir nochmal den Anschluss. Hier ist die Rückseite unten. Anschluss von Puffern bzw. Anschluss von Servos. Und dann kommen wir einmal zu der Funktionstastenbelegung, die ich zeigen möchte. Hier haben wir die Funktionsausgänge und wir sehen, an allen 8 Ausgängen sind ganz viele Effekte möglich. Zum Beispiel richtungsabhängig, nur vorwärts, nur rückwärts, Zeitfunktionen. Monoflop, Lichteffekte, Schweißlicht, Petroleum, Kesselfeuer, Neonlampe, US-Lichter, Auf- und Abdimmen und vieles mehr. Davon zeige ich auch gleich noch etwas. Das funktioniert an allen Ausgängen, an den beiden Lichtausgängen sowie auch an den 6 Funktionsausgängen. Wir haben, wie gesagt, hier über CV30 können wir eine Pendelfunktion aktivieren. Dann pendelt das Fahrzeug bei Tastendruck der F-Taste per Zeit. Das ist sehr interessant für Triebwagen zum Beispiel.
Wir haben die Lichtunterdrückung vorne und hinten, dass wir sagen können, wie im Vorbild, wenn wir hinten Wagen angeschlossen haben, können wir die Taste drücken, dann ist hinten das rote Licht zum Beispiel aus und nur vorne das weiße an. Dazu muss man aber die Verdrahtung ändern. Das ist in der Anleitung beschrieben. Das geht dann nicht so einfach mit dem Aufstecken, sondern da muss man wirklich die roten an zwei Funktionsausgänge anschließen. Ja. Lastregelung kann man einstellen über den PID-Regler. Der Decoder verfügt über eine Handbremsfunktion. Wenn wir diese Taste drücken, dann steht das Fahrzeug und ist nicht mehr steuerbar. Und er besitzt auch eine integrierte Fernlichtfunktion, ebenso wie ein Zufallsgenerator für die Funktionsausgänge. Zum Beispiel, wenn man Kesselfeuer macht. Jetzt kommen wir einmal zum Fahrvideo. Hier haben wir die Lok jetzt im eingebauten Zustand. Wir können jetzt das Licht anmachen. Natürlich richtungsabhängig leuchtet das. Ich fahre mal ein Stück zurück, dann sieht man es besser. Nicht wundern, das sieht man im Video nicht gut. Der macht das Licht nicht einfach nur an und aus, er dimmt es ganz leicht hoch. Aber wegen der Aliasing-Frequenz von der Kamera sieht man das nicht. Also das Licht wird in echt ganz sanft angeblendet, ausgeblendet. Das sieht sehr schön aus. Ich versuche mal mit Funktionstaste 14 das Rangierlicht. Entschuldigung, das Fernlicht meine ich. Ja. Ich kann auch hier mit Funktionstaste 13, jetzt sieht man, jetzt sind beide Lampen an. Das ist jetzt bei der Lok ein bisschen blöd. Wenn wir eine Lok haben, die nur weiße Stirnlampen hat, kein rotes Rücklicht, können wir mit der Funktionstaste 13 das Rangierlicht anschalten. Dann ist auf beiden Seiten weißes Licht an. Wenn wir jetzt so eine Lok haben, wo das hintere Rot mit dem vorderen Weiß verbunden ist, müssen wir die Verdrahtung einmal ändern, dass wir die roten unabhängig von den weißen an die Funktionsausgänge anschließen. Das steht in der Anleitung beschrieben. Und dann können wir das rote abschalten, das Rangierlicht anschalten und dann geht das natürlich auch. Weil das jetzt hier bei dem Modell verbunden ist, ist das halt blöd, weil dann geht das rote auf beiden Seiten an. Hätten wir jetzt eine Dampflok, die kein rotes Rücklicht hat, oder irgendeine alte Lok, dann haben wir nur weißes Licht auf beiden Seiten. Genau, das Fernlicht sieht man leider im Video nicht, aber das wird etwas dunkler und heller, wenn ich die Taste drücke. Aber man sieht so ein bisschen, im Video sieht das aus, als wenn es flackert. In echt ist das einfach dann abgedunkelter. Das ist dann das Rangierlicht, das Fernlicht. Genau, dann kommen wir zum Fahren. Das Fahren ist, man hat ein sehr, sehr weiches, feines Fahrverhalten. Wir können natürlich die Brems- und Beschleunigungszeiten mit CV3 und 4 beliebig ändern, so wie uns das gefällt. Und wir haben auch eine Lastregelung. Wenn ich die Lok festhalte, man hört es, er will schneller fahren, er fährt schneller und bremst dann wieder ab. Das ist quasi die Lastregelung, wenn ich es anschiebe. Dann ebenso bleibt das stehen. Das zeige ich nochmal. Man hört, der Motor wird lauter, weil er dagegen anarbeitet. Und wenn ich loslasse, dann ist er schneller und beschleunigt wieder automatisch auf die Geschwindigkeit. Also das macht die Lastregelung automatisch. Das ist jetzt ja nur ein Extrembeispiel. In echt würde man in echt, zum Beispiel, wenn man einen Berg hochfährt, dann wird es etwas anstrengender und dann gleicht er diese Last aus, dass der Zug immer konstant fährt. Wir können auch über CV 96 die Richtungszeit ändern. Das heißt, wenn wir jetzt vorwärts fahren und ändern nur die Richtung, dann hält er an und wartet eine gewisse Zeit, bevor er wieder zurückfährt. Dann hat man das nicht sofort, den Richtungswechsel, sondern mit einer Verzögerungszeit. Das kann man einstellen und genauso, wenn man jetzt. Das war jetzt bei mir so, ich habe das Licht vorne und Licht hinten falsch angelötet an den Decoder. Ich bin vorwärts gefahren und hinten hat das weiße Licht geleuchtet.
Dazu setzen wir einfach CV49 auf den Wert 55 und dann ist das Licht getauscht, ohne dass wir was umlöten müssen. Diese ganzen Funktionen beinhaltet der Decoder und vieles mehr.